Heute ist in Berlin Halbmarathon. Also morgens sind immer erst die Skater dran. Total aufregend, weil die fahren genau bei uns vor der Haustür, fahren die jetzt lang. Als nächstes kommen dann irgendwann die Jogger. Ungelogen, die ganze Stadt ist dicht. Es sind irgendwie rund 34.000 Läufer. Echt abgefahren, dass wir einen riesen Aufwand betreiben, damit hier die ganzen Leute langlaufen können. Einmal durch die ganze Stadt. Und es gibt ja nicht nur den Halbmarathon, es gibt noch den Berlin-Marathon. Da gibt es irgendwie eine Skate-Night, es gibt irgendwie noch ein Fahrrad, den Veloton. Das ist halt viermal im Jahr die Stadt einfach komplett dicht. So, das wird echt spannend. Also, heute Morgen Frühstück gegessen, haben den Marathon gesehen und haben Tilda zum Kindergeburtstag gebracht. Und jetzt ist Sarah gerade mit einer Freundin weg, hat sich 2 Stunden alleine rausgefischt und ich bin mit 3 Kindern allein. So, wir müssen Tilda gleich noch von dem Kindergeburtstag abholen. Ich will noch irgendwas mit den Kindern machen, dass das nicht so ein Sonder ist, der einfach verdümpelt. Mike, gehst du alleine hin? Wir sind fast wieder vollzählig. Martha, Magnus und... Wir sind wieder vollständig und wir sind direkt auf den Vierfelderhof gefahren. Der ist in Spandau. Und hier gibt es Kuchen, was zu trinken, freilaufende Tiere und einen schönen Spielplatz. Papa war shoppen. Ja. Schweineschoppen. Schweineschoppen. Das ist super cool. Ich habe mich eben noch kurz mit der Frau unterhalten da drin. Und wir sind ja immer auf der Suche nach Leuten, die Tiere selber halten, damit man sich angucken kann, wie die Tiere halten. Und wenn die es gut machen, dann kann man das Fleisch auch essen. Ne? Und es gibt in Berlin davon nicht viele. Und der Vierfelderhof, die haben Schweine. Und die schlachten dann eben selber. Und ich habe eben Schweineschoppen gemacht. Ich habe gekauft eine Leberwurst, Speck, Knackwürste. Und, ey, da ist so ein Bock drauf. Das habe ich so lange nicht gehabt. Blutwurst. Und für Sarah? Pfirsich-Thymian-Marmelade. Ich mag gar nicht so gerne Marmelade. Jetzt ist es echt gerade ein bisschen dünn. Im Sommer ist normalerweise hier ganz viel angebaut. Ganz viele verschiedene Kräuter und ein bisschen Gemüse. Und dann kann man mal schön mit den Kindern gucken. Aber ist irgendwie noch nicht gesetzt. Guck mal, da sind die Schweine. Ich würde sagen, Martha gefällt dir. Guten Morgen. Es ist Dienstagmorgen. Marc und ich sind heute morgen zu unserem Laden gefahren. Gerade ist Marc dabei, das Schild von dem Löwenladen anzubringen. Das Schild kommt da oben ran. Morgen. Tatsache kommen wir ziemlich gut voran, so dass wir Tatsache anfangen, die Kleinigkeiten noch anzubauen, wie zum Beispiel diesen kleinen Bilderrahmen hier und da die Tulpen. Das finde ich ganz besonders schön. Das hat Anne gestern gemacht. Dann sind hier auch schon Kissen. Die Wand ist fertig gemalert. Wir beiden Experten haben natürlich keine Leiter bei. Du hast einer links, einer rechts. Oh fuck, warte mal, da ist. Steh dich erstmal hoch, steh dich erstmal hoch. Hast du schon? Ja. Ich bin zufrieden, Marc. Ja, ist cool. Ist schön geworden, oder? So, wir sind für heute fertig. Wir haben auch in der 2 Stunden Team-Meeting. Das heißt, Marc und ich, wir hauen jetzt ab. Das wird echt gut, ich freue mich wirklich drauf. Es ist ein schönes Projekt, mir so einen kleinen Laden aufzumachen, wirklich 2 Wochen lang ein schönes Programm mit Kindern zu machen, gemeinsam mit denen zu lesen, gemeinsam mit denen zu basteln. Ich bin echt gespannt. Und wir sind heute Morgen, wir haben nochmal mit ganz vielen Eltern gesprochen, die super gut drauf anspringen und sich auch alle tierisch freuen, wenn es hier endlich losgeht. Wir machen eine Ostereiersuche am Donnerstag vor Ostern. Wir machen das ja zusammen mit dem Berliner Senat für Soziales. Eine zuständige Mitarbeiterin da hat sich unglaublich um ganz hier gekümmert. Ganz krasse Freitickets für Alba Berlin, für die Füchse Berlin, für Schwimmhallen, die Oper, fürs Konzert, für alles mögliche. Sie hat übelst viele Tickets besorgt, irgendwie 75 oder 100 Freikarten. Sonntag, dem 9.
kommt auf jeden Fall vorbei. Kastanien Boulevard, Stolberger Straße 75. Aufregung! Gleich sind wir da! Live im Radio! Heute bin ich mit Anja unterwegs. Hallo! Wir sind im Studio. Schön, dass ihr da seid. Anja und Sarah sind bei mir im Studio. Sie betreiben unter anderem den ersten sozialen Pop-Up-Store für Berlin. Löwenladen-Pop-Up-Store heißt das Ganze. Und ja, sie gehören zur Organisation Libri Leo. Die ist gemeinnützig unterwegs und zwar bundesweit. Und wo und wann und was überhaupt das denn, müsst ihr beiden jetzt erzählen. Herzlich willkommen bei Stadtland Flux. Was habt ihr geplant jetzt ab Sonntag? Wir eröffnen am Sonntag, dem 9.04. in Berlin-Hellersdorf einen Löwenladen. Und es ist ein kunterbuntes Angebot für Kinder, die dort im Kiez leben, aber auch Kinder, die in Berlin sind und uns besuchen kommen möchten. Und natürlich auch die Familien. Am Sonntag ist da auch eine Band, eine Kinderband. Dann können die Kinder da eben tanzen und singen. Die Eröffnung übernimmt Renate Kühners persönlich. Die schneidet das rote Band durch. Dann gibt es natürlich Bastelangebote, Spielangebote und unser Bilderbuch-Kino. Wir freuen uns riesig. Ja, ich wünsche euch volle Hütte, wollte ich jetzt sagen. Vollen Boulevard, das wird ja besser sein. Und hat mich total gefreut, dass ihr hier wart und das vorgestellt habt. Los geht's am Sonntag, den 9. April, also jetzt Sonntag um 14 Uhr. Auch natürlich mit Live-Musik. Ich und Herr Meier werden dabei sein und dann die ganzen Tage darauf Lesestunden für Groß und Klein und jede Menge Bastelaktionen und ja, schöne weitere Überraschungen, die ihr euch ausgedacht habt, die wir jetzt auch noch nicht alle verraten wollen. Yay! Yay. Guten Morgen! Ihr erratet nie, wo ich hinfahre. Niemals. Ich fahre natürlich heute in den Löwenladen und wir wollen den heute so weit fertig machen, dass er quasi so weit fertig ist. Ganz witzig, ja, der Bus ist, das ist ja der Vorlesebus, ist ja schon eher ein besonderes Fahrzeug. Es gibt von dem ehrlich nur noch ganz wenige. Und dann ist er auch noch ziemlich geil beklebt, weil Marc, der Illustrator von Libri Leo, halt einen richtig geilen, langen, großen Aufkleber gemacht hat, wo Vorlesebus draufsteht. Und das ist wirklich regelmäßig so, dass Leute mir in den Bus zuwinken oder ihr Tempo verlangsamen. Kinder finden es total klasse. Kinder lieben diesen Bus. Der hat oben drauf, hat ja auch noch die Funzel. Das ist schon echt spannend, was das wie ein Auto die Stimmung der Leute verbessern kann. Jetzt sind wir wirklich fast fertig. Wir sind mit unserer Wand sind wir fertig. Da hinten ist das Lesenschild. Da. So, witzig, die Kinder sind schon voll interessiert. Vor dieser Ecke haben wir jetzt noch Vorhänge angebracht. Anne hat die ganzen geilen Vögel gebastelt. Okay. Teppiche liegen jetzt auch. Anne ist gefragt. Nehmen wir, aber wir sind bei 97%. Nehmen wir ja, eigentlich aber 98. Das sind wirklich nur noch Kleinigkeiten. Wir haben halt noch eine Wickelkommode gebaut. Sehr wichtig, wir erwarten ja Muttis. Die Dinger, habe ich mir vorhin sagen lassen, wurden handangefertigt. Und die werden normalerweise nicht mehr hergestellt. Und Anja hat dann wohl die gute Frau angeschrieben und die hat extra für uns, hat die nochmal zwei so eine Dinger gemacht, weil nämlich die Krone ist ja bei Libri Leo das Logo. Krone.